Nein, Also ich hier habe sind sogar unter noch 10 Grad. Es versucht ist doch das zuzumachen. Damenklo. Es ist immer Ja. das Damenklo. Entschuldigung, habe ich verwechselt. Es hat beides Ja. schmutzig aus. Mann, Frau, das sind so bürgerliche Kategorien. Oh, ich habe schon Geisternebel. Oder es ist einfach schweinekalt. Im Auto. Im Auto. Kruzifix, Feuerlicht und Empfgerät. Kruzifix. Ein Kruzifixer noch mal. Klingt auch für einen Roman. Okay, Tough One, ja. Der Otter hat sich für das Kruzifix, nein, für die kaputte Taschenlampe entschieden. Der Otter hat noch gar nichts genommen. Ich habe die Taschenlampe genommen. Okay. Entschuldigung. Ich verwechsel euch beiden andauernd, ihr seid nicht weiblich. Okay, der. Der gut aussehende. Jetzt verstehe ich das ja. Okay, es ist unter der linken Treppe. Ja, gut. Ja, wenn es nicht schon alles. Judy Walker. Ja, das ist ein mittleres Buch und ein schlechtes Buch. Ich verstehe. Bin da. Willkommen. Es sieht so traurig aus. Es sieht so traurig aus. Ja, ein bisschen. Oh Gott, ist das traurig. Oh Gott, ist das traurig. Warum sind wir in der Highschool? Weil es Zufall war. Aber wir es können. Ich mach mal den Strom an. Wir werden alle sterben. Er reagiert auf Einzelpersonen, ich gehe da nicht allein rein. Du bist jetzt mein emotionaler Support-Otter. Und wieder. Dex, komm mit. Er reagiert auf Einzelpersonen, ich brauche dich. Er reagiert auf Einzelpersonen? Das ist ja wieder lieb. Er reagiert auf Einzelpersonen. Na dann, lass mal gucken. Nicht so der Gangbang-Typ. Ich muss nur noch rausfinden, wo dieser Eingang ist. Hier ist zu dunkel. Hey. Ja, ne? Ich sehe gar nichts. Ja, ich wollte eigentlich den linken Eingang nehmen, der ist näher an dem Schaltkasten dran. Aber ich bin nicht sicher, ob ich gerade eigentlich nur wissen, wie die Temperatur ist. Sie haben die Schule umgebaut. Oh, hier ist ein Eingang. Also Temperatur ist zu niedrig ohne Strom. Ja, komm, wir warten, bis die Schule noch nicht gestorben. Wir warten draußen. Mach die... Ah, danke. Ich weiß nicht. Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, ob jemand ein Dings mitnehmen kann, einen Türschlüssel. Wer war doch schon drin? Wir sind offen. Bei mir war, ja, aber gerade eben war noch abgeschlossen, als ich das erstmal versucht habe. So. Nein, wir. Wir haben doch auch die Tür aufgemacht. Ach so. Aber gleich hoch? Ich versuche gerade noch ein bisschen rumzuhorchen. Strom ist auf jeden Fall an. Strom ist an. Schau dir diese traurigen Kreuze an. Überhaupt? Und diese fürchterlichen Dots. Das fühlt sich gerade sehr degradierend an. Ja, schon, oder? Ja. Ausrüstung bei Wish bestellt. Voll. Also ich habe hier ein Mikrofon hingestellt. Wir können direkt ein Stück weiter gehen, glaube ich. Apropos. Wir könnten ein Mikrofon in die Lobby stellen. Vorne rein. Hast du noch eine Hand frei? Ich habe schon eins dabei. Ach so. Ich habe eins oben über die linke Treppe. Ich sehe leider nichts, aber davon abgesehen. Okay, einfach hinterher. Ich gehe nochmal raus und hole nochmal ein Mikrofon. Dann kann man es hier. Dann laufe ich erst recht hinterher. Ja. Sollen wir das nach rechts oder nach links stellen? Wir haben links Dinge hingestellt. Rechts, dann stellen aber wir rechts Dinge hin. Einfach. Also ich würde es mitten in den Dings hier mal reinstellen. Hier irgendwo, oder? Hier ist doch schön. Aber wenigstens den vor die Treppe. Wie wär's vor die Treppe? Nein. Ich sehe hier, ich habe die Treppe gefunden. Und wir haben immerhin über 5 Grad und Temperatur steigend. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich suchen gehen. Die anderen sind oben. Wollen wir unten anfangen? Ja, ich hab da hier mal einfach mal einen Raum aufgemacht. Mein emotionaler Support-Otter ist weg. Ich sehe deine Taschenlampe. Ich geh hier rein. Ja.
Ich sprinte dazu. Ich dachte gerade, ich hätte. Aber wenn ihr unten rumrennt, dann können wir wieder direkt wieder hochrennen. Die Mensa gefunden. Oh. Lass dir schmecken. Erstmal zum Essen. Erstmal was essen. Erstmal genug. Ich dachte aber vorhin, dass ich bei der Treppe, dass da der Temperatur kurz 1 runtergegangen ist. Da würde ich gerne nochmal hinschauen. So, dann folge ich dir. Ich verteile mein Mikrofon einfach dann, wenn es mir passend vorkommt. Ich hasse die Highschool. Ich war heute doch schon in der Schule. Das war doch schon traumatisierend genug. Ja, wir kommen in den Einschulungsbereich. Nee, da muss ich mich geirrt haben, weil das jetzt. Es ist immer noch unter 10 Grad, aber nicht. Ja, aber das dauert ja auch ewig, bis das Ding sich bewegt. Ja, aber normalerweise siehst du, dass es hoch oder runter geht. Mhm. Und aktuell geht's immer noch ein bisschen hoch. Ah, falsche Tür, verstehe. Mhm. Oder es dauert wirklich so ewig. Und ich bin nur das andere Thermodings gewöhnt. Mhm. Das, Sekunde halten wissen, das war schon fancy. Ja. Jetzt, wo wir den Herausforderungsmodus fertig haben, wollen wir die nicht noch 15 Mal machen? Klar, warum nicht? Dann können wir auch 15 Mal den Geist durchs Salz laufen lassen und 500 Euro kassieren. Ja. Immerhin haben wir mittlerweile 11 Grad. Ich habe mich verlaufen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Ton gehört. Ich weiß noch, wo du bist. Tja. Aber es wird immer wärmer noch. Ja. Ich vermisse auch das alte Parabolmikrofon. Oh, ich höre was. Parabolmikrofon. Wo bist du? In die Richtung, auf die wir jetzt gerade gucken, Dex. Da läuft Wasser. Ja, dann. Also oben. Mhm. Geh mal hoch. Mhm. Nee, die Richtung satt? Nee. Hier hinten. Satt? Hier lang. Und ich höre auch Geflüstere. Bist du in der Schule? Ungewöhnlich. Ich kann das Wasser sogar ohne Mikrofon hören. Ich nicht. Ich nicht. Dann lauf du mal vor. Aber jetzt höre ich es auch Wasser. Nicht mehr. Wo seid denn ihr? Rechts oben auf dem Jungsklo. Gibt's auch ein Dreier-Empf? Ah, hier ist Licht. Sag ich doch. Ja. Habt ihr nicht zugehört? Das hier ist alles schmutzig. Ist ja ein Jungsklo. Sag ich doch. Aber Temperatur ist nicht sinkend. Nee. Doch, jetzt schon. Warte, nein. Nö. Bei mir Temperatur ist stabil. Also ich habe das Wasser gehört und er hat auch hier in der Nähe irgendwo geflüstert. Ich weiß nicht, ob das Flüstern noch woanders herkommt. Lass mal hier den Raum gegenüber checken. Da läuft Wasser. Seid ihr sicher, dass ihr mich allein lassen wollt? Wo seid ihr hin? Danke. Moment, keiner folgt mir. Hi. Also in dem anderen Raum ist auch Wasser. Okay, ich gehe in den anderen mal rein. Hier sehe ich aber auch Schwaden. Hier geht's runter. Ja, und die Türen, die sind auch schon ein bisschen offen. Oh, hier geht's aber schnell runter. Hier geht's runter, ja. Und gerade ist die Tür aufgegangen. Nein, also hier sind unter 10 Grad. Das ist doch das Damenklo. Das ist immer das Damenklo. Entschuldigung, habe ich verwechselt. Es hat beides sich aus. Mann, Frau, das sind so bürgerliche Kategorien. Richtig. da ist Dex. Okay. Sinkt immer noch, oder wir sind noch über 0? In dem anderen hatte ich ein 3er-Empf, hier habe ich keins. Ich habe es jetzt mal runtergelegt. Ich würde es nachher nochmal drauf schauen. Nein, brauchst du nicht, wir sind unter 0. Okay. Dann wollen wir Zeug holen? Dann lasse ich mal das Zeug davor. Komm, Dex, wir gehen auch. Aber ich habe doch Zeug. Ja, aber ich nicht mehr. Du kannst auch gerne alleine hier bleiben. Ist bestimmt eine super Idee. Ist die beste Idee. Mhm.
Du weißt, wenn du Decks zimmelst, hast du keinen Support-Decks mehr. Ja, yeah, das ist das Problem. Und Kani wird nicht teilen. Nein, ich habe einen emotionalen Support-Otter, das ist meiner. Siehst du? Kani teilt nicht. Ich weiß. Also mach dein Decks nicht kaputt, du hast nur einen. Bleib hier stehen. Ja, ist okay. Ich beeil mich auch. Renne. Ich renne nicht mehr, ich bin außer Atem. Ja, ich auch. Jetzt kann ich wieder rennen. Long. Wir nehmen das gute Buch, das gute. Okay, ein Empf hattest du da schon oben, sagst du. Dann nehmen wir mal die Dotzi hier mit. Und eine Kamera. Eine Kamera. Und ich habe ein Buch. Ich habe die Kruzifix. Ja, Kruzifix, sehr gute Sachen. Ich hatte mich so gefreut, dass ich jetzt die besseren Taschenlampen habe, ne? Und jetzt ist die beste Taschenlampe irgendwie auch Schrott. Mhm, nachdem die beste Taschenlampe sie festgestellt haben. Die Taschenlampen auf der anderen Seite sind immer heller. Okay. Ah, ja, komm, wir gehen. Ja, dabei kommen auch. Hast du das nicht angemacht? Ja. Angemacht. Hä? Hier ist die Treppe. Die Treppe weg. Der Geist hat die Treppe geklaut. War die böse Treppe gemeint zu Dex? Die böse Treppe. Einfach die spawnt. Ja. Das ist übrigens der falsche Raum. Ich will eigentlich nur das Wasser ausmachen. Ja. Da hatte ich gerade Hände in meinem Gesicht. Das war gruselig. So. Okay. Ja, ich habe auch Hände im Gesicht. Per Kruzifix. Also ich habe die das Zeug gelegt. Irgendein. Was sagt das Empf? Das Empf sagt gar nichts. Schau mal nach anderem Zeug. Jo. So, dort sind die. Warum ist eigentlich hier kein. Warum ist eigentlich hier kein Lichtschalter? Ah, hier. Macht er schon wieder das Wasser an? Das ist dieser Verschwender. Der ist halt gern sauber. Bei dem Wasser? Ich glaube nicht. Hast du die Tür zugemacht? Ich habe sie zugemacht. Ich habe gehört, wie sie zuging. Es war auch eine Tür. Also die Geräusche sind mittlerweile schon teilweise ein bisschen over the top. Also von wo du sie hörst. Ja, das stimmt. Mhm. Weil wir waren schon unten an der Treppe und schon fast draußen und haben trotzdem die Tür gehört, als würdest du es indem du zumachst. Das erinnert mich ein bisschen was an die Geräusche von den Typen in Sons of the Forest. Ja. Vor dem letzten Patch hast du die halt gehört, wenn sie auf der anderen Seite der Insel geschrien haben. Oh, hier ist keine Treppe. Ich gehe bei dir runter. War die Treppe böse zu dir? Ja, sie ist einfach die. Gut. Haben wir da schon ein Buch reingeschmissen? Ja. Das Gute. Und da müsste auf 16 aber eigentlich noch eine sein. Ja, 16 haben wir kurz auch Dots gesehen, ja. Warte. Die Dots liegen im Raum. Nichts. 14, 15, 16. Schwimmt die Kamera? Die Kamera. Was? Schwimmt die Kamera? Nein, sie steht auf der Ecke. Ah. Aber wenn der Geist sie anstupst, ist sie im Wasser. Dann ist sie eine Kamera. Mhm.
sehe keine Orbs. Seht ihr Orbs? Nein. Dann gehe ich wieder auf die andere Kam. Aber sieht man Orbs denn nicht in der anderen Ansicht eh besser? Ja, deswegen frage ich ja. Ach so, Nachtsicht oder nicht Nachtsicht, nee. In der Nachtsicht. Oh, nee, das ist Nachtsicht, ich vergiss das. Genau. Dotze sieht man so manchmal besser, aber die Dotze sind fürchterlich. Yep. Ja, die Dotze wird so auch. Ach so, und nicht zu vergessen, dass die Kamera, die wir haben, Schwierigkeiten hat, die Orbs einzufangen. Und eine noch ist nicht dran, wir sind ja so verloren. Ja, wir haben jetzt einmal die gute Technik gedeckt. Okay, ich hätte einmal UV gedünst. Achso, wir haben noch eine halbwegs bessere UV, aber ich habe das Knicklicht. Ich habe das Knicklicht. Ich will das Knicklicht. Hat irgend schon jemand gesalzen? Nein, ich habe ein Salz dabei, aber mir fiel gerade auf, dass wir auch noch das Feuerlicht machen sollen. Gani, Blasen. Sat hat schon angefangen, Blasenzeug zu nehmen. Ich habe aber Salz, dann nehme ich das Blasenzeug. Also ich habe eine. Ich kann auch Blasen. Jetzt habe ich Blasenzeug, nimm du Salz. Okay, dann gehe ich Salz und du gehst Blasen. Ja. Okay, ich nehme mal das andere UV-Dings mit anstelle das hier. Dann gehe ich mal wieder zurück zu meinem Support-Dex. Bei einem Salz reicht ja. Ist der Support-Dex allein? Ja, aber der steht vor der Tür. Ja. Weil Support-Dex nicht dumm ist. Aber ein guter Snack. Ja, aber ich stehe vor der Tür. Zack, reingezogen, Snack. Aber das Interessante ist, dass der Geistfeldometer gerade auf 2 ausschlägt. Okay. Ich mich nicht. Möchtest du da wirklich reingehen? Nein. Nö, ich warte auf die anderen beiden. Okay, bin da. Ich bin da. Na, dann gehen wir mal rein. Was kann... Wieso ist das Licht wieder aus? Das ist... Das gemacht hat. Böser Geist. Macht's einfach dunkel. Und das Wasser wieder an. Der mag Eisbäder. Offensichtlich. Ja, er hat den Strom komplett ausgemacht. Hier kann ich, oder? Nein, das zweite. Nee, das ist das dreckige. Okay. Ich pass. Oh, ich hab 5er-Empf. Das funktioniert nicht. Geht mal raus. Der Auto ist noch drin. Ich versuche noch zu salzen. Es sind nur 2 da. Aber nicht so weit raus. Die stehen hinter dir an der Tür. Box. Er hat was gesagt. Ich gehe hier raus. Zwillinge, wir gehen. Zwillinge. Ja, wir gehen, wir sind weg. Ich wohne hier nicht mehr. Woher wissen wir, dass es Zwillinge sind? Weil nichts weiter übrig bleibt. Die Box, Gefriertemperaturen und okay. M5. Okay. Stimmt, das M5, das hat Dix ja gerade gesagt. Die Gefriertemperaturen habe ich total übersehen. Ich hatte jetzt. Ne, die hatten wir ganz am Anfang. Okay. Dann habe ich die vielleicht ganz am Anfang schon übersehen. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Es ist mir auch vollkommen egal. Also, wir hatten M5, wir hatten Gefriertemperaturen und... Was habe ich gerade gesagt? Box. Ja. Die Zwillinge. Und das mit der Scheißbox. Ja. Es ist so dunkel, ich sehe nicht mal den Scheißbaum vor mir. Okay. Ich weiß. Es ist, ich bin manchmal nicht sicher, ob das Ding an ist oder aus. Ja, wenn man es ausmacht, merkt man es. Ich hab ehrlich war eben drin und hatte es aus und hab's nicht gemerkt. Oh Mann. Ich vermisse schon das gute Zeug. Ja, nicht nur du. Okay, wir haben die Zwillinge eingecheckt. Niemand will das Kruzifix verwenden. Moment. Ja, niemand will das Kruzifix verwenden. Habt ihr fertig? Ja. Ich finde die Zwillinge ja irgendwie noch gruseliger als die anderen Geister. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Kleine Mädchen immer gruselig sind? Ja, aber es muss ja nicht unbedingt kleine Mädchen sein. Ja. Es können auch kleine Zombies sein. Ja, nein. Auf jeden Fall sind es 2.
Doppelt so gruselig sozusagen. Welcome back, I've prepared some drop shop for you. Supi. Bing, jetzt nach Räucherwerk. Gebingt, aber ich habe nichts Neues bekommen, das ist ein bisschen traurig. Ich habe sehr viel Geld bekommen. Naja. Ja. Vorhin war mehr. Ja. Früher war mehr damit auch. Früher war mehr damit auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die... dass man die Dingsies immer neu einstellen muss. Du weißt, die Praktikanten und sonst was Sachen? Ja, ich bin gerne ein Praktikant. Das kommt dann nämlich auch hin mit dem Equipment, das wir dabei haben. Mhm. Nein, Praktikanten haben... dafür ist das Equipment zu gut. Fähigkeit benutzt 11 Mal. Was ist denn die Fähigkeit vom von den Zwillingen? Mir auf den Sack zu gehen. Das ist die Fähigkeit von den Zwillingen. Ich glaube, Wasser anmachen war eine sehr gute Fähigkeit. Oh ja. Aber es wird berichtet, dass diese Geister Handlungen anderer nachahmen. Sie wechseln ihre Angriffe ab, um ihre Beute zu verwirren. Stärken. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Schwächen. Die Zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung.